Unterwegs auf den Grand Balloon, der große Bällchen, und gucken, ob wir schöne Aussichten haben. Aber im Moment sieht es ein bisschen bewölkt aus. Aber wir schauen mal, ne? Und wenn ihr Bock habt, dann kommt einfach mit. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was. Auf geht's, da geht's weiter. Doch ein wenig diesig heute, aber es wird vielleicht noch mal schauen. Da läuft die Gabi. Da unten wollten wir erst loslaufen. Da laufen die französischen Rasenmäher. Und halten die Heide klein, wie bei uns auch. Mäh. Ganz viele. Ist ja cool, ey. Ne? Da fliegen ganz viele dahin. Man sieht sie fast nicht da. Oh ja. Sind viele Drachenflieger unterwegs hier. Ne, Gleitschirmflieger nennt sich das. Alles voll. Ja, beim Wetter ist ja auch cool jetzt. Wir waren auf dem großen Bällchen. Da ist alles relativ zugezogen. Hier ist alles, wir sind immer wieder zurückgefahren, weil da kann man eh nicht so viel wandern, außer Riesenwanderung oder müssen 1000 Meter Abstieg machen. Haben wir gesagt, machen wir nicht, wir fahren noch mal ein Stück zurück. Kommt jetzt gerade nicht drauf, wie das hier heißt. Wallfeld steht da vorne, schön, warte mal Jungs, wir sind bei La Ferme Hus. Die ist da unten ist sie, da. Da fliegen ganz viele. Da schrauben sie sich gerade in die Höhe. Ja. Okay, und hier werden wir jetzt ein bisschen wandern gehen. Und da könnt ihr wie immer mitkommen. Die lassen sich's gut gehen hier.
Was ist jetzt? Wo wollen wir denn hin? Ja, hier laufen wir mitten über die Weide. War schön. Hinten waren wir vorhin, der große Bällchen. Warte mal, ich guck mal. Da kann man das erkennen, oder? Hier guckst du runter in die Rheinebene. Das ist heute einfach zu diesig, weil das Wetter ist zu schön. Das Panorama stimmt ja, oder? Kann mir ja nichts sagen. Ist ja fast so wie in den Alpen. Wir sind in den Vogesen. Na gut, wir sind jetzt hier, glaube ich, so ungefähr auf 1100 Meter. Da, wo ich jetzt stehe. Ja, hat was. Hier ist noch nichts los. Gut, heute ist Samstag. Heute ist An- und Abreisetag. Das sind halt die unterwegs, die Urlaub haben. Oder die gerade mal am Wochenende rüber gehüpft kommen hier von Freiburg. Ja, meine rechte Heidelandschaft hier. Ne? Und da hinten liegen die Ferme Auvergnes. Da eine. Da eine. Ja, oh, Heide. Tja, eben ging es noch durch die Sonne, durch Heidelandschaft, jetzt geht es durch den Wald. Mal ganz angenehm. So, für den Rückweg hatten wir uns was anderes ausgedacht. Und sind so ein bisschen durch den Wald marschiert, ging steil bergab teilweise. Jetzt geht's wieder hoch. Jetzt kommen wir gleich wieder raus aus dem Wald. Dann kommen wir auf den alten Weg. Und dann gehen wir weiter. Wir sind ein bisschen außer Atem, aber das macht ja nichts. Und jetzt sind wir dann hier. Ja, da oben kommen die ersten Lichtungen. Da geht's ja wieder raus aus dem Wald. Keine Blaubeeren greifen den Fremdkörper nur an da. Wir treten aus dem Dunkeln. Es geht wieder in die Heide. Der letzte Anstieg für heute, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Ein bisschen flach durch die Heide. Zurück zum Auto. Lobera Schuster waren wir jetzt gerade. Ich mache doch jedes Jahr die Tour de France hier. Ja, Freunde, das war unsere Wanderung heute mal zum Grand Ballon, großer Belgien. Konnte man nicht viel laufen, sind wir nochmal zurückgefahren und noch eine hübsche Gegend ausgesucht. Da waren wir nochmal 2,5 Stunden oder 3 Stunden los. Gerade eben nochmal in der Auberge La Femme Ferme des Housses.
Da haben wir mal ein kühles Bier und Käse mitgenommen. Der wird uns munden, denke ich mal. Einmal Munster, einmal einen frischen. Und jetzt gibt es noch ein Makrone. Muss man ja essen in Frankfurt, einen schönen Macron. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Voraussichtlich aus Frankreich, ansonsten irgendwo aus Deutschland. Bleibt gelassen, wie immer. Gerne mal einen Daumen hoch, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Micha. Ciao, ciao. Gut.